Wenn das jetzt ist, was ich glaube, was es ist, Leute, dann tanze ich hier heute noch nackt auf der Wiese. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe German Treasure Hunter. Ich bin unterwegs in einem alten Garten und habe eine Auftragssuche angenommen. Hier soll ein Schmuckstück weggekommen sein vor Jahrzehnten und das soll ich wiederfinden. Hab ich richtig Bock drauf und bin gespannt, ob mir das hier gelingt. Unterwegs bin ich mit dem neuen XP-ORX von Abenteuer Schatzsuche. Jochen, schöne Grüße und Dankeschön. Und ich habe tatsächlich das falsche Gestänge eingepackt, macht aber nichts. Der Detektor wird trotzdem was finden. Was genau, verrate ich euch jetzt in der neuen Ausgabe German Treasure Hunter. Los geht's! In dieser Ausgabe sind wir noch einmal auf dem Gutshof der letzten Folge unterwegs, denn wie ich erfahren habe, sind hier in der Vergangenheit mehrere Familienschmuckstücke verschwunden, darunter auch zwei Goldringe. Die zwei direkt am Haus gelegenen Gartenflächen sind für mich dabei besonders interessant, denn bei der Gartenarbeit geht gerne mal ein Ring verloren und genau darum startet hier die neue Folge German Treasure Hunter. So, hier haben wir ein schwaches 80er Signal. Das heißt, dass ich denke, das wird ein bisschen tiefer liegen, das Objekt. Also rein die Schaufel. Hopp. Das war tief. Ich glaube, wir haben es auch schon erwischt. So, das muss nur noch was Schönes sein. Münze, Freunde, Münze. Die scheint auch mal was älter zu sein. Wow. Die ist auch schön dünn. Da gehe ich jetzt mal nicht weiter drüber. Und die können wir uns mal angucken. Nice. Sehr schöne Tiefe auch. So, erster Fund, eine Münze und das Profil ist zwar sehr schwach, die Münze ist auch sehr dünn, liegt aber auch daran, dass sie sehr alt ist. Es ist ein Viertelstüber, wir schauen uns die Münze mal eben an. Ich schnapp mir dazu mal mein Handy, damit ihr das Profil noch ein bisschen besser sehen könnt, leuchte ich einmal hier mit der Taschenlampe so ein kleines bisschen von der Seite drauf und dann kann man hier auch ganz gut noch ein Viertel erkennen, also die 1 mit dem Strich und die 4, darunter dann Stüber. Und unter dem Mikroskop habe ich dann auch nochmal die Jahreszahl ermitteln können. Und da sehen wir eine 1746. Und das passt auch zur Entstehung des Gutshofs. Der ist nämlich von 1749. Das wird also tatsächlich aus genau der Zeit sein, als der Hof damals erbaut worden ist. Also wir gehen hier zum Ursprung des Gutshofs zurück, aber wir wollen ja eigentlich was ganz anderes finden und darum machen wir jetzt ganz schnell weiter. Hier ist auch wieder ein Spitzensignal. 87. Und schön klar vom Ton her der nächste Flaschenverschluss. Ach ja, muss das immer mit Spaß sehen. Oh, was ist das? Oh, das ist ja cool. Alter, was ist das denn, ey? Krass. Das ist ein Anhänger. Das ist auf jeden Fall doch ein Anhänger. Ey, das ist ja unglaublich. Das ist ja unfassbar. Ich glaube, dieser Anhänger erzählt uns noch eine echt interessante Geschichte. Ich bin gerade baff, ey. Ich wollte gerade springen, aber ich bin baff. Weil ich gerade so einen Gedankengang habe. Aber das kann ja nicht sein. Das wäre ja unfassbar. Gucken wir uns an im Studio. So, hier haben wir tatsächlich ein Schmuckteil gefunden. Zumindest ist es so eine Art Anhänger. Es ist aus,
Ich glaube Aluminium. Ich dachte zuerst, es wäre Silber, aber es ist einfach zu leicht. Von daher ist es, glaube ich, Aluminium. Also nichts Besonderes. Vielleicht war aber mal noch was drumherum. Irgendwie eine Verzierung oder was. Oder man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, was mich hier so stutzig gemacht hat, war diese Vertiefung hier. Die sieht man noch besser, wenn wir das jetzt rumdrehen. Da könnte man meinen, das Teil hätte jemand das Leben gerettet und irgendwer hätte drauf geschossen. Ja, wenn wir das mal eben umdrehen hier, könnt ihr sehen, es ist hier wie so eine Art Kugel, die da eingedrungen ist und jemand hat das Herz als Anhänger vielleicht gehabt und der Anhänger hat ihm das Leben gerettet. Das wäre natürlich eine Wunschvorstellung, wenn es so wäre. Es kann natürlich auch was anderes sein. Es kann auch vielleicht von einer Katze sein oder so und der Rasenmäher hat es erwischt, obwohl dann wäre es nicht so punktuell. Also ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall meine erste Assoziation war die Geschichte mit der Kugel. Hört sich einfach besser an, macht mir Spaß und wir machen weiter. Schönes Signal. 94,95. Sehr sauber. Also das scheint was Gutes zu sein. Oder ein Stück Alu. Wer weiß das schon. Aber das käme nicht mit 95 rein. Das Signal ist schon echt gut. Ist aber noch drin. Es ist noch dran. Gut. Mal gucken. Es ist nicht euer Ernst. Es ist eine Münze. Es ist eine Münze. Es ist eine Münze. Grün, Silber, Schwarz. Ich glaube, es ist eine Silbermünze. Oh Mann. Guck, guck, guck. Guck, guck, guck hier. Die ist ja schick, ey. Geil. Top. 6,25er Silber haben wir hier auf dem Tisch. Es sind 2 Reichsmark und hier sehen wir auch die Jahreszahl 1934. Und meine Freude war am Anfang so ein bisschen verhalten und das ist genau der Grund dafür. Ich habe sie nämlich einmal tatsächlich kurz so ein bisschen erwischt mit dem Spaten, habe das natürlich gesehen und dachte mir so, oh, Mist. Ja, trotzdem freue ich mich natürlich über diese Münze und wir schauen mal eben auf die Rückseite. Da sehen wir auch nochmal den 21. März 1933 und die Garnisonskirche und an diesem Tag oder hier dieses Datum markiert die Eröffnung des Reichstages und das Ganze wurde gefeiert in der Garnisonskirche. Also eine schicke Münze. Sie hat natürlich einige Spuren schon, aber ich habe sie trotzdem noch recht gut wieder hinbekommen, denke ich. Und ja, schönes Teil. Weiter geht's. So, hier haben wir nochmal so ein leicht abgehacktes Signal. Mitte 60 vom Leitwert her. Ich vermute mal was Kleines, Dünnes. Oh, das Signal wird aber durchaus besser. Gucken. Hier an der Seite muss es sein. Oh, hier. Oh, oh, jetzt aber mal ganz langsam, Freunde. Jetzt aber mal ganz langsam. Ein Sohn. Okay, es ist keine Münze, aber es ist ein sehr schöner Knopf. Vergoldet sogar. Alter Schwede. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wow. Es ist nur ein Knopf, aber er ist vergoldet, Leute. Vergoldet. So, wir haben noch danach 2 richtig coole Funde. Also dann wird es richtig mind-blowing. Aber hier nochmal ein ganz kurzer Hinweis, wie man es nicht macht beim Reinigen. Ja? Obwohl ich nur mit ein bisschen Wasser und Zahnbürste drüber gegangen bin. 1, 2, 3 ist diese Goldschicht von dem Knopf, hat sich verabschiedet. Ich sah nur noch so irgendwie gefühlt in Zeitlupe, wie diese kleinen Goldflitter
in den Abfluss reingeflossen sind und dann war Ende. Ja, dann war, jetzt ist es wieder normaler Knopf und kein Goldknopf mehr. Wow. Von daher machen wir ganz schnell weiter. Passiert ist passiert. So, hier haben wir jetzt so zwei, ich glaube, dass es zwei Signale sind. Einmal Eisen, aber ich meine da noch was Zweites zu hören. Mal gucken, also es wird ein Eisenteil sein und noch irgendwas anderes. Vermute ich mal. Jetzt höre ich nur noch Eisen. Ist das aus Eisen? Was? Ey, ich werde nie wieder Eisen ausblenden, wenn das jetzt das ist, was ich meine, was es ist. Es ist total rostig, aber ich glaube... Boah, was? Alter, ich raste aus! Ich raste aus! Es ist ein eisernes Kreuz oder sowas. Komplett rostig natürlich. Ey, dass die aus Eisen sind, da habe ich mir noch nicht einmal Gedanken drüber gemacht. Wie geil! Ich habe die Dinger bisher immer überlaufen, offensichtlich. Wahnsinn! Der Hammer, ey! Ist denn heute los? Krass. Okay. So, ihr habt mich echt gestaunt, muss ich sagen, weil ich nicht gedacht habe, dass dieses Ehrenkreuz hier tatsächlich aus Eisen ist. Ich hätte eher gedacht, dass es auch ein Edelmetall ist. Aber ihr seht, manchmal lohnt es sich halt eben auch Eisen zu graben. Wir haben hier ein Ehrenkreuz auf dem Tisch liegen und die Jahreszahl, die man darauf erkennen kann, 1914 bis 1918. Das markiert natürlich den Zeitraum des Ersten Weltkriegs. Ein total unmenschlicher und perverser Krieg übrigens, by the way. Und die Auszeichnung wurde aber erst später vergeben, nämlich wurde dieses Ehrenkreuz 1934 ins Leben gerufen und galt den Hinterbliebenen, aber natürlich auch den Teilnehmern aus dem Ersten Weltkrieg. Die wurden damit ausgezeichnet zur Zeit der Nationalsozialisten. Also kommt das hier wirklich auch aus der Zeit des kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, aus der NS-Zeit. So, sehr schickes Teil. Auf der Rückseite kann man noch was lesen, und zwar die Herkunft. Hier sehen wir noch mal ganz schnell, Pforzheim kann man da noch erkennen, so ganz grob. Und ich habe auch noch mal, falls ihr euch über den Zustand wundert, noch mal zwei Fotos gemacht. Das Ding war natürlich komplett verrostet, aber ich habe es eingelegt in FedEx. Dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Ich verlinke euch auch dieses Entrostungsmittel unten. So knapp 4 bis 5 Stunden habe ich das Ding da eingelegt und danach war schon vom Rost fast nichts mehr zu sehen. Also das hat hier sehr gut funktioniert und wie gesagt, verlinke ich euch unten das Zeug. Und ja, damit geht's weiter zu unserem Fund. Highlight, wirklich ein echtes Highlight, liebe Freunde. Viel Spaß. So, immer ein Signal, so ein 70er. Ein Tier. Mal gucken, was es ist. Oh. Das war's hier los, ey. Hopp. Ne, ist immer noch drin. Kann doch nicht sein. Aber das habe ich schon oft gesagt. Fällt mir gerade selber auf. Aha. Da ist es. Okay.
Oh, 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 oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wenn das jetzt ist, was ich glaube, was es ist. Ja. Alter! Es ist einer! Es ist einer! Oh Mann! Gold! Was für ein Teil, ey! Geiler Scheißdreck! So, ich versuche mich jetzt wieder einzukriegen. Hier, guck dir das an. Ist das nicht der Hammer? Ist das nicht einfach nur genial? Wahnsinn! Wahnsinn! Ich rast aus! So, ihr Lieben, das war natürlich ein hammermäßiger Fund. Ich habe mich riesig gefreut und wir haben allerdings ein paar Tage ins Land streichen lassen, um herauszufinden, wem denn der Ring eigentlich gehört. Darum habe ich jetzt auch für diese Moderation ein anderes T-Shirt an. Wir haben ein paar Tage später. Wir waren bereits vor Ort mit dem Ring beim Eigentümer, haben den natürlich auch wieder abgegeben, denn damit macht er den Leuten, den Eigentümern natürlich eine riesige Freude. Und das ist ein schöneres Gefühl, als da irgendwie 80 oder 100 Euro irgendwo beim Juwelier einzuheimsen. Von daher, denkt immer gut drüber nach, was ihr da macht. Und im Zweifel ist auch das Fundbüro natürlich eine gute Anlaufstelle dafür. So, ja, wir sind noch nicht ganz am Ziel, was die Findung angeht. Wer ist denn jetzt der wirkliche Eigentümer, der Träger des Ringes gewesen? Wir dachten zuerst, es wäre der Opa gewesen. Das hat sich aber herausgestellt, dass das nicht der Fall ist. Da fehlte nämlich die entsprechende Punze bzw. Gravur im Ring. Und es gibt jetzt noch eine andere Möglichkeit, und zwar, dass es direkt dem Vorbesitzer gehört hat, der auf tragische Weise ums Leben gekommen ist, muss man sagen. Und da wollen wir noch ein paar Tage warten, bis das geklärt ist. Trotzdem haben wir gesagt, wir starten am 13. Darum jetzt diese Abmoderation, die euch so ein bisschen im Ungewissen lässt. Nichtsdestotrotz ist der Ring wieder in der Hand der Familie und das ist auch gut so. Das hat mir große Freude bereitet, auch die Übergabe danach wieder. So, jetzt sind wir am Ende angekommen. Nicht vergessen bitte, liebe Freunde, wenn ihr mich sehen wollt, könnt ihr das in diesem Jahr auf der DSM tun. Und zwar am 25. Mai, das ist der Samstag, meine ich, die Deutsche Schatzsuchermeisterschaft in Rheinsfeld. Dort findet auf dem Campingplatz das größte Sondengänger-Schatzsuchertreffen in Deutschland statt. Da bin ich auch natürlich dabei. Und jetzt sind wir wirklich am Ende. Jochen, liebe Grüße hier nochmal an Abenteuer Schatzsuche, mein Sponsor. Und jetzt für euch die Outtakes. Dann hier diese komische Kiste. Da muss ich aufpassen, dass ich mir nicht in die Hand piekse. Au! Ah! Aha, da! Natürlich genau durch den Handschuh. Hier hat sich einer einen Strick gebastelt. Vielleicht war schon mal ein Sucher hier, wer weiß. Hat nichts gefunden, sagt ich, jetzt halte ich nicht mehr aus. Diese scheiß GoPro geht mir so auf den Sack. So, wenn ich jetzt den Akku raushole und wieder rein tue, mache ich jede Wette, dass das Ding angeht. Pass auf. Ach komm, schon wieder so ein scheiß Dosen-Aluminium-Blech. Scheiß Mist. Ah, siehst du? Was habe ich gesagt? Hast du es gefilmt? Hast du es gefilmt? Diese GoPro ist der letzte Rotz. Vielleicht springt doch hier Guido Kanz aus dem Busch mit der versteckten Kamera. In dieser Ausgabe und ist irgendwas?